Ich hatte noch ein Croissant von Premio Life, und zwar ist es ein Protein-Croissant mit fast 15 Gramm Protein und nur 0,6 Gramm Zucker. Enthält Weizen, ist aber dafür komplett ketogen, kohlenhydratarm und proteinreich. Und ich werde das kurz aufpacken und dann testen. So sieht es einmal ausgepackt aus, kommt bei mir auch genau auf die 50 Gramm. Und riecht sehr gut, muss ich sagen. Ist jetzt aber auch nicht ganz so bröselig, wie man es von den typischen Croissants kennt. Was ich gut finde, weil dann kann ich es gleich besser aufschneiden, ohne dass alles krümelt. Allerdings jetzt so wie auf dem Bild sieht es nicht aus. Aber ich werde es jetzt, wie gesagt, kurz aufbacken. Kurz aufgebacken. Also es riecht wirklich sehr gut. Es ist jetzt auch wesentlich fluffiger, weicher, wie man sieht. Einmal aufgeschnitten. Sieht auf jeden Fall richtig fluffig, saftig, weich aus. Hat von der Farbe eine etwas dunklerere Farbe wie üblich. Aber ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Und ich finde, von innen sieht es wirklich eher aus wie ein Croissant als von außen. Von außen sieht es eher aus wie so ein Milchbrötchen. Etwas Kokosjoghurt. Und mein geliebtes Chunky von More Nutrition darf nicht fehlen. Und ich werde direkt probieren. Also erst einmal die Kombi Kokos und Kirsch ist genial. Und die Konsistenz von dem Croissant ebenfalls. Also innen wirklich teigig wie ein Croissant. Außen halt ein bisschen mehr wie so ein Milchbrötchen, aber geschmacklich super lecker. Angenehm leichte Süße, was mich wundert, aber ich glaube trotzdem, man kann das Croissant auch gut herzhaft belegen. Ich habe jetzt hier oben mal in dem puren Stück reingebissen und es schmeckt wirklich wie ein Croissant. Also richtig gut, sehr zu empfehlen. Und dann noch die Werte: 0,6 Gramm Zucker, 14,6 Gramm Eiweiß, finde ich auch nicht schlecht für ein Croissant, also wirklich top. Und wie gesagt, Low Carb 4,2 Gramm Kohlenhydrate.